Ich bräuchte etwas, um unsere Männer wach zu halten. Hast du zufällig etwas für mich? Ich kenne ein Gebräu, das sie wach halten würde. Soll ich dir zeigen, wie man es zubereitet? Aber es muss für mindestens 100 Männer reichen. Tja, da kann ich nicht helfen, mein Junge. Du wirst das Gebräu selbst zubereiten müssen. Also, soll ich es dir zeigen? Nein, jemand müsste es für mich brauen. Ich kann keine Wunder wirken. Kann dir nur verkaufen, was ich habe. Ich bräuchte etwas. Ich kenne ein... Das wäre mir eine große Hilfe. Könntest du mir etwas... Selbstverständlich. Ich möchte... Möchtest du nicht... Ich denke darüber nach. Aber es muss... Nein. Ich... Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Hab kaum noch Bier übrig, aber fässerweise Ziegenmilch. Könnte das die Stimmung heben? Heinrich, komm! Schönen Tag. Ich bin auf der Suche nach Pech für Thalmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Thalmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es dir bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Heinrich.
Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Schütze dich, Heinrich. Die Köhler in der Nähe haben Pechvorräte und geben sie uns ab. Herr Robert wird erfreut sein. Das bisschen, das wir noch übrig hatten, ging aus und er machte sich Sorgen. Dazu besteht kein Grund mehr. Gut, ich teile jemanden ein, der sich drum kümmert. Heinrich, schön, dass du da bist. Gott sei mit dir. Andreas, in Thalmberg ist das Bier aus und die Waffenknechte fangen an zu murren. Könntest du welches hinschicken? Könnte ich. Nur springt dabei nichts für mich raus. Rein aus Interesse, wem zahlst du eigentlich deine Steuern? Soll ich etwa Thalmberg welche zahlen, dem alten Divisch? Als Herr Havel von Waldeck der Herr hier war, konnte ich mich rauswinden. Und seitdem wurden nie welche eingetrieben. Im Augenblick kampieren drei hohe Herren bei Thalmberg. Und einer von ihnen könnte sich sehr für deine Steuerschuld interessieren. Sicher würde er deine Steuern in Form von Bier eintreiben wollen. Wenn du das so sagst, ich hätte ein paar Fässer, die ich euch schicken könnte. Allzu viel büße ich dabei nicht ein. Das Bier hält sowieso nicht mehr lange und ich müsste es wegschütten. Vergiss nicht, wenn du sie damit vergiftest, landest du am Galgen. Die Männer werden es schon schnell genug wegsaufen. Außerdem bei dem ganzen Kohl, der gefressen wird, kommt niemand auf die Idee, dass sie die Scheißerei dem Bier zu verdanken haben. Ich werde die Fässer sofort verladen und richte den Herren meine Grüße aus. Ich überbringe ihnen mein bestes Bier als Geschenk. Irgendwas Gutes wird dabei schon für mich herausspringen. Was hältst du davon, dass Thalmberg angegriffen wurde? Was soll ich davon halten? Solange das anständige Volk in Frieden leben und ich mich rausreden kann, Steuern zu zahlen, ist mir egal, wer mein Lehnsherr ist. Tja, der neue Herr erinnert sich aber sehr gut daran, wer es verabsäumte, ihn auszuzahlen. Und die Armen wandern deshalb vermutlich direkt zum Galgenberg. Das sind schlechte Nachrichten, vor allem für uns Arme. Hoffentlich jagt ihr ihn so schnell davon, dass er sich anscheißt. Oder ihr knüpft ihn am höchsten Baum Thalmbergs auf. Dabei würde er sich vermutlich auch anscheißen. Und so soll es sein. Ein bisschen Scheiße und alles wächst und gedeiht. Gott sei mit dir. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Ich hab nichts, das den Weg dorthin überleben würde. Und ich will nicht hängen, weil ich jemanden vergifte. Die Waffenknechte schlafen beim Wachehalten ein. Hast du etwas, das hilft? Ich kenne da ein Rezept und könnte mit meinen Vorräten was für 2-3 Männer brauen. Nein, es muss für ein ganzes Feldlager reichen. Genau genommen für 3. So viel? Ich bräuchte mindestens eine Woche, nur um die Kräuter zu sammeln. Es sei denn, du gehst mir zur Hand. Nun gut, immerhin bin ich derjenige, der das Gebräu haben will. Was brauchst du? Eine Handvoll Baldrian und 2 Handvoll Minze. Aber sieh zu, dass die Kräuter frisch sind. Und etwas Wermut wäre auch gut.
Quatsch. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Hey, wer ist da? Was ist das? Was? Wie geht es dir, Heinrich?
Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen. Willkommen, Heinrich. Willkommen. Gütiger Gott, du siehst. Hallo, Heinrich. Thank you.
Hey, wer ist da? Was hast du jetzt? Was? Ich dreh dir den Hals um, du Hund. Komm her, du Weichei. Hey, wer? Was sagt man dazu? Das Schwein? Ich bin mehr hast du nicht drauf? Was ist hier los? Thank you.
Gott schenke dir Gesundheit. Gott schütze dich. Hey, pass auf! Verdammt! Heinrich, schön, dass du da bist. Grüß dich, Heinrich. Schön, dich zu sehen. Hey. Gott sei mit dir. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Ich habe nichts, das den Weg dorthin überleben würde. Und ich will nicht hängen, weil ich jemanden vergifte. Was? Nein! Hau ab! Ich habe alles, was wir benötigen. Gut gemacht, das wird helfen. Und hast du auch Wermut gefunden? Hier, bitte. Gut, gut. Ich fange an, aber es dauert ein Weilchen.
Grüß dich, Heinrich. Und? Ist das Gebräu fertig? Alles erledigt. Hier ist das Fässchen. Dieses schwere Ding werde ich sicherlich nicht selbst schleppen. Danke für deine Hilfe. Dann viel Glück, Junge. Ich muss mich jetzt ausruhen. Heinrich kommt uns besuchen. Gott sei mit dir. Ich konnte etwas Bier von der örtlichen Schenke besorgen. Du Goldjunge, muss ein gutes Wort für dich einlegen, so gut wie du dich um uns kümmerst. Wie um die Familie. Ich schätze dich, Heinrich. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein. Das sollte deinen verschlafenen Haufen wachhalten. Was ist das? Es stinkt höllisch. Und es ist auch höllisch stark. Ein Schlückchen davon am Abend und man bekommt bis Mittag kein Auge zu. Wirklich? Ich hoffe, es wirkt. Und dass sie nicht die Scheißerei davon bekommen. Hoffentlich nicht. Aber damit lässt es sich auch nicht gut schlafen, oder? Das nicht. Aber man taugt auch nichts als Wachmann, wenn man nur in den Büschen hockt. Ich habe Trophäen. Zeig her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Racheengel. Was zum Teufel?
Willkommen. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Hier ist es. Gut, hab vielen Dank und wenn du mehr hast, komm ruhig vorbei. Werde dich bestimmt nicht verjagen, verlass dich drauf. Ach, und hier, eine Kleinigkeit für die Mühe.